Also heute ist wirklich Stichtag. Heute vor einem Jahr ist Paul mit dazugekommen. Vielleicht wissen einige Leute von euch da draußen nicht, wer Paul ist. Lasst mich euch da ganz kurz mal das erklären. Paul ist der fantastische Mensch, der hinter dieser verrückten Idee YouTube stand und ist vor, glaube ich, einem Jahr und einem Monat auf mich zugekommen und hat mich gefragt, sag mal, Dizzy, warum machst du eigentlich nichts bei YouTube? Ich sehe da so viel Potenzial drin, du machst so viel Content und du machst damit nie irgendwas. Und jetzt habe ich vor einem Jahr diesen Menschen kennengelernt und wir haben uns beide dazu entschlossen, mal diese Reise YouTube auszuprobieren. Man muss dazu sagen, dieser YouTube-Kanal, auf dem ihr jetzt gerade seid und das, was ihr hier auch gerade seht, das ist schon ein paar Jahre alt. Also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich versuche, YouTube-Content zu machen, sondern wohl eher, glaube ich, das vierte oder fünfte Mal aus dem Bauch raus. Ich wusste aber nie so wirklich, was ich machen möchte und habe eigentlich immer nur komische Sachen hochgeladen. Nicht nur eigentlich, sondern ich habe immer nur komische Sachen hochgeladen. Und jetzt habe ich mit Paul gemeinsam ein Jahr lang bis heute, 31.05.2024, an YouTube gearbeitet. Also wirklich so viel, dass wir uns fast jede Woche mindestens einmal treffen, alles durchgehen, gucken, was wir an Content produzieren möchten, was Content wäre, der in unseren Augen gut ist. Und wir haben jetzt wirklich sehr lange gebraucht, quasi fast ein Jahr, um rauszufinden, was wir denn gerne machen möchten. Und haben mittlerweile so einen richtig guten Flow entwickelt und auch so eine richtig schöne Sparte gefunden für mich als auch für Paul, wo wir sehr zufrieden sind. Und haben uns halt dazu entschlossen, Simracing-Content zu machen, wo wir anderen Menschen helfen, weil davon gibt es im deutschsprachigen Raum nicht wirklich sehr viel mit Tutorials, Erklären, Reviews, Podcasts, um Geschichten zu erzählen von anderen Menschen, beziehungsweise E-Sportlern, beziehungsweise Fahrern, beziehungsweise Herstellern. Also das ist schon mittlerweile ein sehr breites Spektrum gewesen. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, dass ich persönlich niemals damit gerechnet hätte, und da bin ich ganz offen und ganz ehrlich, dass das so viele Menschen interessiert. Es ist für mich absolut wahnsinnig, dass wir Videos haben, wo über 100 Menschen Kommentare verfassen. Aber nicht nur solche sinnlosen Kommentare, wie bei manchen anderen Menschen unter den Videos, sondern wirklich gehaltvolle Kommentare. Wo ich auch sehr gerne immer noch, auch wenn es mittlerweile fast schon zu schwer ist, alle zu beantworten bzw. alle zu verarbeiten, so schöne Dinger dabei sind, die sowohl konstruktiv sind, freundlich, respektvoll und auch vernünftige Kritik dahinter steckt und nicht einfach nur ist scheiß Video, ne? Wie man das so kennt, dass das mittlerweile auch so viel mehr Spaß macht, noch mehr Content zu machen oder auch auf, sag ich mal, Hinweise einzugehen, wenn Menschen sich etwas wünschen und wir uns Gedanken darüber machen, ob wir dazu wirklich ein sinnvolles Video machen können, um das umzusetzen. Also es ist wirklich, es macht so viel Spaß mittlerweile, dieses Projekt, ich nenne das jetzt auch mal weiter ein Projekt, und ich freue mich da wirklich auf alles, was da noch kommt. Das ist das Vorwort. Jetzt ist es ja so, ich bin ja immer sehr transparent. Und ich möchte auch weiterhin sehr transparent bleiben. Paul hat mir heute von 2 Jahren Screenshots gemacht. Oder von dem 1 Jahr Screenshot. Ne? Also wo man die Anfänge sehen kann und auch was aktuell in 2024 los ist. Ich würde euch das jetzt gerne zeigen da draußen. Nicht um irgendwie irgendwas zu flexen oder sonstiges dergleichen, sondern weil ich das Projekt YouTube eigentlich an vielen Stellen euch zu verdanken habe, weil ihr das guckt, kommentiert, interagiert und ohne euch wäre das ja gar nicht möglich. Weswegen ich euch das sehr gerne zeigen möchte, was sich im letzten Jahr getan hat. Und dazu habt ihr natürlich einen riesigen Teil dazu beigetragen. Es ist nicht nur Paul und meine Wenigkeit, sondern ihr auch. Und was ihr jetzt, gemeinsam mit Paul, weil ich finde eigentlich am Ende, muss man nur so sagen, der Dude, der da vor der Kamera erzählt, was da jetzt passiert ist, ist folgendes. Das hier ist das Jahr 2023. In Zahlen. Das sieht auf den ersten Blick ja schon mal ziemlich wild aus, aber man kann hier sehr deutlich erkennen, in den Kurven, ab wann Paul mit dazugekommen ist. Ich denke, das kann man sehr deutlich sehen. Gerade hier so ab 31.05. Pi mal Öre, da ist Paul dann wirklich auch mit eingestiegen. Und das ist quasi in Zahlen gesehen das
Jahr 2023. Jetzt prägt euch das mal ein, was hier oben so steht. Ne? Wir haben letztes Jahr, also im ganzen Jahr, fast 1 Million Aufrufe gehabt, was einfach, wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt, einfach absolut verrückt ist. Also 1 Million Mal wurden Videos geguckt, was, das ist 1 Million? Das ist 1 mit 6 Nullen, also nicht ganz, aber fast. Und es haben sich 99.843 Stunden Leute Videos angeguckt, was total bescheuert ist. Und wir haben letztes Jahr in der Zeit hier die Abonnenten fast verdoppelt. Nee, mehr, also mehr sogar noch. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, irgendwo mit 2.500 oder so haben wir angefangen. So, nur dass ihr das mal gesehen habt. Das ist 2023. Jetzt möchte ich euch aber auch nochmal 20 und 24 zeigen. Kleinen Moment, ich bereite vor. 2024, was ja jetzt aktuell ist, ist der 31.05. Okay? Das heißt, wir sind 5 Monate im Jahr. Also ihr da draußen, und das ist am Ende wirklich ihr da draußen. Ihr da draußen habt in 5 Monaten, bis dato 5 Monate, das erreicht, was wir in 7 Monaten plus 5 alleine, also in 12, dann insgesamt, gemacht haben in einem Jahr. Jetzt haben sich 1 mit 6 Nullen Menschen schon die Videos angeguckt und schon über 30.000 mehr Stunden habt ihr den Content geguckt, plus, dass wir dieses Jahr schon 3.300 Abonnenten gemacht haben, was einfach total Banane ist, also was halt komplett gestört ist. Wir gehen so stramm auf 20.000 zu. Und wir haben so Tage, ihr seht das ja, wir haben so Tage, da haben wir mittlerweile mehr als 10.000 Aufrufe an einem Tag auf einem Video und wir reden hier nur von Sim-Racing-Content. Was einfach komplett gestört ist. Und ich weiß nicht, wo wir am Ende des Jahres sind. Ich würde das vielleicht dann am Ende des Jahres nochmal machen, wenn euch das interessiert. Ihr dürft dann natürlich gerne eure Kommentare zu schreiben und abgeben. Aber ich möchte jetzt an dieser Stelle, warum dieses Video eigentlich passiert, an dieser Stelle möchte ich euch dafür danken, dass wir es geschafft haben, einen YouTube-Kanal in 2024 auf die Beine zu stellen, wo es sachlich zur Sache geht, respektvoll, freundlich und trotzdem wir noch einen unglaublich großen Spaß haben. Mir ist nämlich jetzt aufgefallen, als wir vor kurzem einen Podcast hochgeladen haben und in diesem Podcast eine kleine Bitte drin war und diese Bitte mit so einer großen Bravour nachgekommen wurde, mit sehr viel Spaß auch noch dazu, ich sage nur 164, wo ihr mir persönlich einfach gezeigt habt, dass wir einen fantastischen Ort geschaffen haben im Internet und ich hoffe, dass wir das auch weiterhin so pflegen können. Paul und meine Wenigkeit haben immer noch ultra viel Bock nach einem Jahr und man muss ganz ehrlich sagen, wir laden aktuell 7 Videos die Woche hoch plus noch andere Kanäle, was wir auch aktuell noch machen, nur halt nicht so intensiv, sagen wir es mal so. Also gerade der Racing-Kanal, wir versuchen auch gerade noch den Gaming-Kanal zu pflegen. Also es passiert wirklich noch sehr, sehr viel und wir haben auch immer noch sehr, sehr viel Bock da drauf. Und an der Stelle möchte ich euch auch einfach mal Danke sagen für den ganzen Input. Weil ohne euren Input würden wir auch keine Videoideen haben, was ihr da draußen braucht. Denn der Content ist am Ende ist er nicht für uns, sondern der ist für euch. Und mit eurem Feedback, eurer Kritik, beziehungsweise euren Wünschen, können wir aktuell wirklich sehr gut arbeiten und eine riesige Liste aufbauen an Dingen, die wir für euch machen können. Also wir versuchen das auch noch ein bisschen besser zu gestalten, was Video angeht, Licht angeht. Und gerade im Ton, weiß ich, haben wir ein paar Probleme noch, wo wir dran arbeiten. Also ich bin auch gerade dabei, mit jemandem darüber zu sprechen, um das zu beheben, weil das noch nicht ganz so optimal ist. Das wissen wir, da sind wir dran. Bedanke mich trotzdem jedes Mal, wenn ihr mir das nicht unter die Nase reibt, klingt falsch, aber mir das sagt, dass es immer noch da ist, weil nur dadurch können wir das besser machen. Wir versuchen das mit den wenigsten Mitteln, weil wir können alle kein Geld scheißen, das wisst ihr, aber wir versuchen das trotzdem immer Stück für euch besser zu machen. Was jetzt so alles noch kommt dieses Jahr, lasst euch überraschen, da ist noch einiges geplant. Ob es jetzt mit Hardware-Reviews zu tun hat, Blogs, Podcasts und sonstiges dergleichen. Da ist noch viel, was auf euch wartet. Also an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank an euch alle da draußen. Und ein Kuss geht raus. Ich freue mich auf den Rest des Jahres. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird bis Ende 2024.
Das kann nur fantastisch werden. Weil ich hab Bock, Paul hat Bock, Paul hat Bock, ich hab Bock, ihr habt Bock. Das wird's. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit da draußen. Lass dir gut gehen. Tschüssikowski und ciao Kakao. Bis im Stream oder bei Instagram. Ihr kennt das ja, wo ihr mich findet, beziehungsweise wo ihr schauen könnt. Bis dann.